Schoki. Das geht doch nicht. Moin Leute und herzlich willkommen zu heute einem etwas krasseren Vlog, denn ihr werdet heute nicht nur einen Tag lang mit mir verbringen, sondern auch ein paar krasse Spots sehen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Oder die ich euch schon gezeigt habe, nur diesmal gehen wir rein. Man weiß es nicht, Leute. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit diesem Vlog. Also Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter. Und dann essen wir was. Dann begeben wir uns auf die Spot-Suche, Digga. Also quasi auf die Suche nach diesem geilen Spot, von dem wir heute reden werden. Ich will mal hoffen, dass wir da heil ankommen, Digga. Aber naja, Leute, wir gehen gleich los, ne? So, Leute, wir gehen jetzt los. Das war mein Finger, Digga. Wir gehen jetzt los. Und, ja. Ich zeige euch jetzt die Spots. Ja. Also, die richtig krassen Spots. Wartet mal ganz kurz. So, jetzt gehen wir los, Digga. Ich weiß auch nicht, was wir hier gerade sollen, aber das ist mir auch Rille. Denn wir sind ja nicht lange weg, Leute. Von daher kann man das schon machen. Wade hat's gerade. Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, Leute. Also, der erste Spot, zu dem wir hingehen. Diesmal ist es auch nicht so windig wie vor. Kaum wie gesagt, passiert es auch, Digga. Diesmal ist es auch nicht so windig wie bei dem letzten Vlog. Da kann man schon mal durchaus besser Videos machen. Und es ist ja jetzt generell nur für ein paar Minuten, Junge. Alter, ich schwitze des Todes. Kennt ihr das auch? Ich schwitze des Todes nicht. Ich weiß zwar nicht, ob wir heute an den Spot vorbeikommen. Oder ob wir überhaupt nicht vorbeikommen, Digga, das weiß ich nicht. Das nächste, was passieren muss, ist, wir dürfen uns nicht von der Polizei erwischen lassen. Das, was wir hier machen, oder das, was wir gleich machen werden, ist vielleicht nicht ganz legal. Und da weiß ich nicht, wie das hier gesetzt ist, Leute, ne? Aber naja, Leute, wir geben unser Bestes. Und ich melde mich wieder, wenn ich am Spot bin. Das letzte Mal schon da, an dem Spot, aber da waren wir dann nur davor gesessen. Heute wollen wir mal reingehen, beziehungsweise uns mal aus der Nähe angucken. Ich weiß nicht, ob ich genau reingehen will, aber ja. Es ist auch so warm wieder. Man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Also, selbst wenn. Wenn man es wollte, ne? Leg mal einen Zahnzug, Digga. Ich kann Bock haben jetzt hier irgendwie. Vorher noch irgendwelche anderen da sein, Digga. Versteht ihr, wie ich meine? Leute, ich will euch nur mal sagen, oh, jetzt war mein Finger am Weg, ich will euch nur mal sagen, dass
nicht nachmachen sollt. Niemals so eine Challenge nachmachen, Alter. Das ist zwar funny für den ersten Moment, aber auf Dauer. Das ist eigentlich unmöglich, oder? Viele Autos. Weil hier oben leider ist, ne, Digga? Deswegen. Also für den Kanal Eisron kann man sowas gerne machen. Aber halt noch nicht andauernd. Aber ihr wisst ja, wer ich bin. Viele Probleme. Beruhig dich, Alter. Digi. Also Leute, das da vorne der Spot, wo wir letztes Mal schon waren, wo wir allerdings diesmal nicht hingekommen sind. Ich setze mich jetzt immer ganz im Zelt, Digga. Guck hier. Jetzt wird die ganze... Digga. Die ganze Zeit so rumlaufen. Auf Dauer nicht gut. Und ich weiß nicht, was der Mann da jetzt hierher kommt oder nicht. Ob wir jetzt gefunden haben. Ja, der ist schon weg. Ja gut, kann man mal so mitnehmen. Also Leute, die meisten werden sich jetzt fragen, Eisbär, warum machst du so eine Scheiße? Eine mutwillige Scheiße. Ich muss mich vor allem hier noch umgucken, nicht, dass mich da noch irgendjemand sieht, Digga. So Leute, wir gehen nur in den Vorraum rein, weil ins ganze Haus möchte ich reingehen. Ich weiß, ob wir überhaupt in den Vorraum reinkommen oder ob ich das euch einfach so zeigen soll. Banane, Bruder. Ich bin schon wieder Paranoia. Ich schieb schon wieder Paranoia, Digga. Nur wegen so einem Haus. Ich weiß, es gehört keinem mehr. Oder safe, es wird irgendjemandem gehören. Aber der wird sich nicht drum kümmern. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mehr so Vlogs hochlade oder dass wir mehr Vlogs hochladen, dann lasst doch jetzt gerne mal ein Like da und abonniert gerne mal unseren Kanal. Wir haben jetzt 5 Abonnenten, Alter. 5. Das ist krass. Ich weiß, dieser Vlog ist grenzüberschreitend. Ich weiß nicht, ob ich vorher, ich blende dann noch eine Triggerwarnung ein, Digga. Ach, Bruder, ich weiß nicht, ob wir da reingehen können. Das ist so hohes Gras, Alter. Zecken Ahoi, Alter. Nee, kann man nicht machen. Also Leute, ich zeige euch das Haus noch von außen. So sieht das aus. Wartet, so. Ich kann da nicht reingehen, das ist hier Zecken pur. Dann guckt euch das mal an. Das ist so der erste geheime Spot. Denn wir haben 2 verlassene Häuser einfach. Und ich weiß nicht, wo man hier jetzt reinkam, eventuell. Aber ich glaube, es war... wartet. Kommt ein Zug, Digga. Hier so um die Ecke. Oder ich möchte nicht wissen, was da drin für Viech halt... Viehzeughaus, Alter. Guckt. Hier konnte man
Hier konnte man dann rein. Konnte man dann reingehen. Aber Leute, guckt euch das mal an, gebt euch das mal. Ich glaube, da will ich nicht rein. So ein ranziges Ding einfach. Nee, Digga, da kann ich nicht reingehen. Also selbst nicht mal auf eigene Gefahr, Leute. Nee, das kann ich nicht machen. Also Leute, wartet mal. Jetzt mal noch eine kleine Ankündigung von mir. Falls ihr noch mehr Gaming-Content auf dem Kanal Iceron sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Ich muss ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier überrollt werde. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil den Rückweg, den möchte ich euch jetzt nicht noch zeigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein, Digga. Check the mic and make sure it sound right, boys.